15 Uhr die Nachrichten. Nach Google und Apple hat auch Amazon Maßnahmen gegen das Online-Netzwerk Parler ergriffen. Amazon löschte den Dienst aus seinem Cloud-Hosting-Angebot. Zur Begründung wird angeführt, dass das Netzwerk nicht schnell genug gegen Inhalte vorgegangen sei, die zu Gewalt anstachelten. Laut Gründer Metz könnten Parler nun für eine Woche nicht verfügbar sein, bis ein anderer Cloud-Anbieter gefunden ist. Das soziale Netzwerk ist unter Rechtsradikalen verbreitet, die zuvor von anderen Online-Plattformen ausgeschlossen wurden. Auch viele Unterstützer von US-Präsident Trump gehören zu den Nutzern. Parler selbst sieht sich als Verfechter der Redefreiheit. Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington haben die Sicherheitsbehörden den Schutz des Deutschen Bundestags erhöht. Parlamentspräsident Schäuble teilte dies den Abgeordneten in einem Schreiben mit, aus dem die Bild am Sonntag zitiert. Darin heißt es, die Berliner Landespolizei habe eine Verstärkung ihrer Kräfte im Umfeld des Reichstagsgebäudes bereits veranlasst. Schäuble betonte, er selbst habe vom Auswärtigen Amt einen Brief über die Ausschreitungen in den USA erbeten und werde mit dem Bund und dem Land Berlin klären lassen, welche Schlüsse daraus für die Sicherung des Bundestages zu ziehen seien. Ein Polizeisprecher hatte bereits am Donnerstag mitgeteilt, die Schutzmaßnahmen für wichtige Gebäude in der Hauptstadt würden angepasst. Das betreffe etwa das Reichstagsgebäude und Objekte der USA. Bundestagsvizepräsident Kubicki lehnt einen Vorstoß aus den Reihen der Union für digitale Parlamentssitzungen wegen der Corona-Pandemie ab. Der FDP-Politiker sagte, diese könnten niemals die direkte Auseinandersetzung ersetzen. Dass die Union diese Prozesse für entbehrlich halte, zeige, wie sehr man sich dort auf die Rolle des Abnickers von Regierungsverfügungen verstehe. Kubicki ergänzte, denke man an die Idee von nicht physischen Sitzungen weiter, könnten die Abgeordneten auch, Zitat, mit dem Cocktail am Strand auf den Malediven Entscheidungen über die Zukunft des Landes treffen. Das sei aber mit der Würde des Hohen Hauses nicht in Einklang zu bringen. Die erste parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Hasselmann, erklärte, das Parlament habe in den vergangenen Monaten gezeigt, dass es arbeitsfähig sei. Die CDU-Abgeordnete Motschmann aus Bremen hatte aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus dafür plädiert, den Bundestag zunächst nur digital tagen zu lassen. Neuer Arbeitsminister in Österreich wird der Ökonom Martin Kocher. Bundeskanzler Kurz präsentierte den bisherigen Leiter des Wiener Instituts für höhere Studien als Nachfolger der zurückgetretenen Ministerin Aschbacher. Kocher betonte Medienberichten zufolge, er komme als unabhängiger Experte in die Regierung. Es seien außergewöhnliche Zeiten, daher sei er bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen. Die Arbeitslosenquote in Österreich lag, auch wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie, zuletzt bei 11%. Gegen die mittlerweile zurückgetretene ÖVP-Politikerin Aschbacher hat es Plagiatsvorwürfe gegeben. Sie begründete den Rückzug als Familien- und Arbeitsministerin mit einer Vorverurteilung durch Medien und politische Mitstreiter. Ihre Diplomarbeit und Dissertation habe sie stets nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. In Berlin soll der mittlere Schulabschluss nach der 10. Klasse wegen der Corona-Pandemie ohne schriftliche Klausuren vergeben werden. Bildungssenatoren da winken die jetzt jeden Vollpfosten durch, oder was? Die Lehrkräfte könnten sich so besser auf die Wissensvermittlung im Unterricht konzentrieren, um den Schülern in dieser besonderen Zeit gute Bildungsabschlüsse zu ermöglichen. Wegfallen sollen demnach alle drei Klausuren in Mathematik, Deutsch und einer Fremdsprache. Die mündliche Präsentationsprüfung findet dagegen statt. Francesco Friedrich ist im Viererbob zum ersten Mal Europameister geworden. Der Erfolg in Winterberg war zudem sein 46. Weltcupsieg. Damit brach der Doppel-Olympiasieger und Rekordweltmeister den bisherigen Rekord. Die Europameisterschaft wird im Bobsport stets auch als Weltcup gewertet. Das Wetter? Im Süden teils aufgelockert bewölkt und heiter, im Norden und Nordwesten bewölkt mit Regen oder Schneefall. -3 bis +4 Grad. Morgen vor allem im Norden bewölkt und regnerisch, in der Mitte und im Süden teils heiter, teils bewölkt. Temperaturen dann -4 bis +6 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk. Ja gut, dann sind wir wieder informiert und können mal hier reingehen. Da bin ich echt gespannt. Oh mein Gott.
Interplay. Nice. Was ist denn aus denen eigentlich geworden? Give me a kiss to build a dream on. In my imagination will thrive upon that kiss. Oh, sweetheart, I ask no more than this. DMCA claim. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Check. Es holt mich jetzt schon ab. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Das Ende der Welt ereignete sich mehr oder weniger so, wie wir es vorausgesehen hatten. Wir es vorausgesehen hatten. Wir es vorausgesehen hatten. Zu viele Menschen, zu wenig Platz, zu wenig Ressourcen. Die Einzelheiten sind trivial und unbedeutend. Die Gründe wie immer rein menschlicher Natur. Nahezu alles Leben auf der Erde wurde ausgelöscht. Eine große Säuberung, ein atomarer Funke, gezündet von Menschenhand, geriet schnell außer Kontrolle. Nukleares Feuer regnete auf die Erde herab. Kontinente gingen in Flammen auf und versanken in den brodelnden Fluten der Ozeane. Die Menschheit wurde nahezu völlig ausgelöscht. Ihr Geist wurde Teil der Radioaktivität, die sich wie ein Leichentuch auf die Erde legte. Stille Dunkelheit breitete sich über den Planeten aus und dauerte viele Jahre an. Nur wenige überlebten den verheerenden Schlag. Einige hatten Glück gehabt und sich in großen unterirdischen Bunkern in Sicherheit bringen können. Als die große Dunkelheit vorüber war, öffneten sich die Bunker und ihre Bewohner kamen daraus hervor, um ihr Leben neu zu beginnen. Einer der Stämme im Norden führt seinen Ursprung auf einen solchen Bunker zurück. Seine Angehörigen glauben, dass ihr Gründer und Ahnherr, der unter dem Namen Bunkerbewohner bekannt ist, einst die Welt von großem Übel befreit hat. Der Überlieferung nach hatte dieses Übel seinen Ursprung im tiefen Süden und verdarb jeden, der damit in Berührung kam. Menschen änderten ihre Gesinnung und verwandelten sich in wilde Tiere. Nur der Tapferkeit des Bunkerbewohners war es zu verdanken, dass das Übel vernichtet wurde. In seinem Kampf verlor er jedoch viele seiner Freunde und opferte einen Großteil seiner selbst, um die Welt zu retten. Als er schließlich in die Heimat zurückkehrte, für deren Schutz er so hart gekämpft hatte, verstieß man ihn
Indem er sich dem gestellt hatte, was sie alle fürchteten, war er für sie zu einem anderen geworden. Und er war nicht mehr länger ihr Held. Von seinem eigenen Volk im Stich gelassen, ging er fort in die Öde. Er wanderte weit in den Norden, bis er zu den großen Schluchten kam. Dort gründete er ein kleines Dorf mit dem Namen Arroyo, in dem er bis ans Ende seiner Tage lebte. Und so hat Arroyo von seiner Gründung an in Frieden gelebt, durch seine Schluchten vor der Außenwelt geschützt. Arroyo ist Heimat, deine Heimat. Aber die Narben des Krieges sind noch nicht verheilt. Und die Welt hat noch nicht vergessen. Mhm. Schon mal richtig gutes Intro. Gefällt mir. Schwierigkeit normal. Kampfschwierigkeit normal. Grad der Gewalt maximal. Zielmarkierung. Aha. Statusanzeige. Kampfmeldung lang. So laut war es ja eigentlich gar nicht. Oha. Vielleicht so lassen sollen, wie es war, was? Verdirbt man sich ja die Augen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was hier eingestellt war. Zwei Drittel, nehmen wir mal 800. Gibt's denn mit mal 800 gar nichts? Schöne Scheiße. 1440 mal 900 dürfte ungefähr hinkommen. Das sind 3 Viertel und das sind. Meine 960 und 480 sind 13, sind 1440. Naja, passt also. Gucken wir uns das mal an. Ja, ich glaube, so passt's. Narks Geschichte. Nark hat sich durch seine starke physische Konsistenz zum besten Jäger des Stammes entwickelt. Narks erster und meist. Kann ich das irgendwie hochskalieren, sagte mal. Das muss doch gehen. Panel Scaling. Stretch to fit the size of the screen while maintaining the original aspect ratio. Stretch to fill the screen. Note that a space will remain at the bottom of the. Aber das war jetzt nur. Moment. War das jetzt nur bei den Movies oder was?